Hallo, mein Name ist Hannes Heckel, ich bin Leiter Marketing bei der Fast LTA GmbH und durfte gerade im Rahmen der Expertenrunde Ransomware des Vogel Verlags einen Vortrag halten, den ich Ihnen heute noch einmal zusammenfassen möchte. Und zwar geht es um die Themen RTO, RPO bzw. überhaupt grundsätzlich um das Thema, wie man Backup optimiert für schnelles und vollständiges Recovery. Da gibt es von meinem Kollegen René Weber schon diverse Sachen. Das hier soll jetzt eigentlich tatsächlich ein Einstieg in das Thema sein. Ziemlich komprimiert und auf den Punkt gebracht, hoffe ich zumindest. Warum muss man überhaupt Backups optimieren und für Recovery optimieren? Erste Sache sollte inzwischen ja relativ klar sein. Inzwischen gehen fast alle oder im Grunde wahrscheinlich alle Angriffe zielen zunächst auf Backups ab. Sind nicht alle erfolgreich, Gott sei Dank. Der grüne Bereich wird mehr. Das ist der Bereich, wo zwar Angriffe stattgefunden haben aufs Backup, die aber entsprechend geschützt wurden. Das ist also nichts Neues. Das heißt, Sie müssen Ihr Backup letztendlich schützen. Was tatsächlich neu ist und auch ein bisschen erschreckend ist, genau diese Sache, dass die meisten Unternehmen nicht in der Lage sind, innerhalb einer Arbeitswoche den normalen Betrieb wiederherzustellen. Gehen Sie ein bisschen in sich und überlegen Sie sich, wie das bei Ihnen im Unternehmen, in der Institution, im Krankenhaus aussieht, wenn Sie eine ganze Woche keine IT haben, weil das ist tatsächlich die Realität nach einem Angriff. Und daran muss man arbeiten. Und jetzt zu den Begriffen. Was gibt es tatsächlich da für Kriterien? Da gibt es diese schöne Grafik, die im Grunde zeigt, irgendwann kommt es zu einem Datenausfall. Das ist natürlich eine Betrachtung für einen speziellen Fall. In vielen Fällen ist nicht das gesamte Unternehmen betroffen, sondern vielleicht auch nur ein Teil davon. Und da gibt es die Kriterien RTO, Recovery Time Objective, und RPO, Recovery Point Objective. Und es gibt natürlich eine Diskrepanz zwischen dem angestrebten und den tatsächlichen Werten. Aber Recovery Time Objective bezeichnet im Grunde, ich habe jetzt die genaue Bezeichnung nicht vorliegen, die Zeit, die Sie sich leisten können, bis diese entsprechende Unternehmensstruktur, die jetzt durch diese Werte abgedeckt werden soll, wieder einsatzfähig ist, sodass Sie sozusagen wieder in Betrieb gehen können. Recovery Point Objective bezeichnet einen Datenpunkt bzw. verschiedene Datenpunkte, die sozusagen mindestens erreicht werden müssen, um von der Fülle der Daten, von der Komplexität oder der Vollständigkeit der Daten wieder up and running zu sein. Und das Ganze möchte man natürlich jeweils verkürzen, und genau um diese Themen geht es. Die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen RPO oder den tatsächlichen Werten und den angestrebten Werten, die rührt tatsächlich natürlich daher, dass unter Umständen die Recovery-Technologien und die Recovery-Prozesse nicht entsprechend getestet und auch regelmäßig durchgeführt werden, um das eben mehr zu einer Routine zu machen. Welche Faktoren spielen jetzt eine Rolle, um dieses überhaupt einschätzen zu können? Natürlich geht es um die Datenmenge. Das ist jetzt für verschiedene Anwendungen und vielleicht auch Unternehmensbereiche durchaus unterschiedlich, welche Daten in welchen Mengen vorliegen. Es geht um die Unmittelbarkeit. Das heißt, sind die Daten, die hier geschützt werden sollen, unmittelbar dafür notwendig, dass diese Funktion, diese Abteilung, diese Applikation wieder funktionieren kann. Es geht aber auch darum, sind die überhaupt notwendig dafür, weil es gibt natürlich auch eine Menge an Daten, die unter Umständen gar nicht zwingend notwendig sein müssten, um eine Abteilung zu füllen. Auch da kann man unterscheiden. Der vierte Punkt, die Wiederbringlichkeit. Viele Daten können unter Umständen leichter wiederhergestellt werden, indem sie reproduziert werden, als dass sie aus Backups wiederhergestellt werden müssen. Und der letzte Punkt ist die Abhängigkeit. Das heißt, gibt es Daten, von denen andere Bereiche abhängig sind oder von denen andere Datenbereiche abhängig sind. Und wenn man diese Themen sich aufgeschrieben hat für die einzelnen Bereiche,
Dann geht man über in die Definition der Datenklassen, die dann die eingesetzte Technologie und die eigentliche Backup-Strategie pro Unternehmensteil, Anwendung oder Abteilung sozusagen begründen. Und auch hier gibt es verschiedene Kriterien, die dann dazu führen, welche Technologien man einsetzt und wie man das macht. Das eine wäre natürlich die Kapazität, die entsprechend zu planen ist, entsprechend der Datenmenge und die in den unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich ausfallen kann. Das zweite wäre die Performance, also wie schnell muss das System Backups erzeugen können, aber auch natürlich und vor allem eigentlich viel wichtiger, Daten wiederherstellen können. Das Ganze ist üblicherweise begrenzt durch ein Budget. Die Kosten, die ganze Umsetzung muss wirtschaftlich bleiben, die Kosten müssen unter Kontrolle bleiben. Und letztendlich gibt es einen weiteren Parameter, den man beeinflussen kann, und das ist die Sicherheit. Und das ist die Absicherheit der Daten, der Backups gegen eben diese Manipulationen oder Löschen. Es war ja eingangs bemerkt, dass im Grunde alle Angriffe auf Backups gehen. Das heißt also spätestens ab der zweiten Instanz, wo es tatsächlich darum geht, langfristig Daten sicher abzulegen, muss mit Immutability gearbeitet werden. Hierzu gibt es weitere Vorträge und Inhalte, auf die ich jetzt nicht einzeln eingehen will. Da gibt es auf unserem YouTube-Kanal und auf der Webseite jede Menge Infos dazu. Und am Ende hat man natürlich immer das Ziel, diese RTO und RPO für die einzelnen Bereiche, die man jetzt hier qualifiziert hat, so zu optimieren, dass man innerhalb des Budgets möglichst schnell und möglichst oft möglichst schnelle Wiederherstellung und möglichst vollständige Wiederherstellung, das heißt also nicht allzu weit zurückgehen muss. Und wie kann man jetzt diese Punkte optimieren? Die erste Strategie wäre, das Backup an sich zu verkleinern, also einfach die Anzahl, die Datenmenge sozusagen zu reduzieren. Und da haben wir festgestellt, es gibt jede Menge Daten, üblicherweise in Unternehmen, die sogenannte unstrukturierte Daten sind, die also sich über die Zeit eigentlich gar nicht mehr verändern. Und da kann man tatsächlich wesentliche Teile des Backups sich sparen, indem man die aus dem Backup nimmt. Und ich habe das jetzt mal exemplarisch hier aufgemalt. Wenn man sich vorstellt, man macht in gewissen Abständen ein Full Backup und dann kommen tägliche Incrementals dazu und dann kommt wieder ein Full, das rechnet das natürlich wieder zusammen, kommt wieder Incrementals dazu und so entstehen jede Menge Daten im Backup und man sieht aber schon, dass natürlich der Großteil der Daten sich da gar nicht mehr verändert. Wenn man jetzt es schafft, diese Daten, die sich nicht verändert, aus dem Backup-Prozess rauszunehmen und über eine Archivierung abzusichern, also in einen transparenten Speicher, wo die Daten genauso noch einmal vorliegen, wie sie dann tatsächlich auf dem File-Server beispielsweise vorliegen, dann kann man den Backup-Prozess erheblich verschlanken, weil natürlich auch bei den Incrementals das üblicherweise diese Aufteilung relativ ähnlich ist. Und man sieht schon, immer wenn Incrementals dazukommen, wird im Grunde trotzdem die Full Backups deutlich kleiner. Und der Unterschied ist natürlich gleich zu sehen. Jetzt hat nicht jedes Unternehmen 80% unstrukturierte Daten, die typischerweise auf File-Servern liegen, also wie diese PowerPoint beispielsweise, die sich ja eigentlich nicht mehr verändert. Aber selbst bei 30-50% unstrukturierten Daten pro Datenklasse können sie durch den Einsatz eines expliziten Archivsystems durchaus erheblich Kosten sparen und vor allem das Backup und den Recovery-Prozess erheblich reduzieren. Und es gibt eine zweite Strategie, um den RTO und RPO zu verbessern. Und das ist natürlich die benötigte Kapazität, das haben wir hier schon gesehen, aber auch die Performance zu erhöhen, also die benötigte Kapazität zu erniedrigen, aber auch die Performance zu erhöhen. Und da gibt es eine neue Funktion, die wir gerade bei unserem Silent Brick-System, das ist unser Speichersystem für die Datensicherung, vorgestellt haben, ganz explizit für Veeam Backup und Recovery. Und das nennt sich Fast Clone Support. Und mit Fast Clone Support
erreicht man es tatsächlich, dass man die Kapazität erheblich reduzieren kann, vor allem in den Bereichen, wo sehr viele Full-Backups gemacht werden, also im Secondary-Target, aber auch im Primary-Target, wo man auf Forever Incremental umschwenken kann, ohne echte synthetische Fulls machen zu müssen. Auch entscheidend ist, dass man die Performance erheblich steigern kann, also tatsächlich um Faktor 3, 4, 5 im Gesamtsystem, vor allem was das Full-Backup anbetrifft und damit natürlich wesentlich öfter auch irgendwie Daten speichern kann. Insgesamt kann man die Kosten reduzieren und oder letztendlich auch die Sicherheit erhöhen, indem man zum Beispiel mehr Daten backupt, längere Backups macht oder öfter Full-Backups letztendlich macht. Das hört sich jetzt alles ein bisschen nach Schummeln an und nach einem magischen Trick, ist aber gar nicht so verkehrt und entspricht im Grunde dem gleichen Ansatz, den wir mit der Auslagerung von Daten aus dem Backup ins Archiv verfolgen, nämlich Daten, die sich überhaupt nicht mehr ändern, einfach nicht mehr neu zu backuppen. Und anstatt eben immer wieder neue Full-Backups zu schreiben, wo zu einem großen Anteil immer die gleichen Daten drin liegen, macht dieses Fast-Clone-Support bzw. macht das Filesystem dann einfach eine Referenz auf bereits vorhandene Full-Backups und Incrementals und verweist beim Recovery oder beim sogenannten Synthetic-Full, wo dann eben ein tatsächlicher Full-Backup-Satz erstellt wird, der aber gar nicht alle Daten tatsächlich als Dateien enthält, sondern eben sehr viel Referenzen auf bereits vorhandene Datenblöcke, die in diesem Speichersystem bereits vorhanden sind. Und dadurch kann man diese Performance-Steigerung und die Kapazitätsreduzierung oder Speicherbedarfreduzierung erreichen und hat dort die Möglichkeit, eben wesentlich bessere Backup-Strategien fahren zu können innerhalb des zur Verfügung stehenden Budgets. Wofür Fastclone Support nicht geeignet ist, ist für alle Medien oder auch Ansätze, die tatsächlich ein abgeschlossenes Backup, ein echtes abgeschlossenes Backup erfordern, also AirGap zum Beispiel, oder auch Medien, die überhaupt gar nicht dafür geeignet sind, Random Access zu haben. Also auf Tape können sie davon nicht profitieren letztendlich. Und das war im Grunde schon der Vortrag. Ich bedanke mich. Wir haben noch ein paar Quellen zusammengestellt. Auf unserer Webseite finden Sie natürlich Informationen dazu. Und der Kollege René Weber hat auch noch zwei YouTube-Videos zum Thema Fastclone Support und zum Thema RTO-RPO, also sehr ähnlich wie dieses Thema. Und die sollten Sie sich auf jeden Fall ansehen. Vielen Dank und bleiben Sie sicher.